befassen wir uns nun mit einem Beispiel aus dem Themenbereich Wahrscheinlichkeitsrechnung, nämlich mit dem Binomialkoeffizienten. Eine Gruppe besteht aus 12 Schülerinnen. Ergänzen Sie die Textlücke im folgenden Satz durch das Ankreuzen des jeweils richtigen Satzteils so, dass eine korrekte Aussage entsteht. Der Binomialkoeffizient 12 über 2 hat den Wert, müssen wir bestimmen. Er kann dazu verwendet werden, die Anzahl der verschiedenen Möglichkeiten, das muss dann auch bestimmt werden, zu berechnen. Wir sehen hier, dieser Satz, der vervollständigt werden soll, besteht aus zwei Aussagen, die aber miteinander nicht direkt verbunden sind. Das heißt, beginnen wir zuerst mit dem Berechnen des Binomialkoeffizienten, nämlich mit 12 über 2. Das könnt ihr entweder mit dem Taschenrechner machen oder wir sehen uns dann die Definition an, das heißt der Binomialkoeffizient n über k wäre ja n-faktorielle durch k-faktorielle mal n minus k in Klammer faktorielle. Das heißt, hier haben wir dann 12 faktorielle durch 2 faktorielle und 12 weniger 2 ist 10 faktorielle. Wenn wir diesen Wert dann bestimmen mit Hilfe des Taschenrechners oder mit Hilfe hier der Formel, erhalten wir 66 und wir können hier gleich die erste Lösung setzen. Nun soll der Binomialkoeffizient angewendet werden, nämlich der zweite Teil des Satzes lautet, er kann dazu verwendet werden, die Anzahl der verschiedenen Möglichkeiten zu berechnen. Und was macht jetzt der Binomialkoeffizient? Der Binomialkoeffizient sagt, dass eine Menge aus 12 Elementen besteht und gibt dann an, wie viele Möglichkeiten gibt es, daraus eine zweielementige Teilmenge auszuwählen. Das heißt, aus einer gegebenen Menge eine Menge auswählen und davon wird die Anzahl der Möglichkeiten bestimmt. Und nun sehen wir uns das an, was sozusagen uns hier vorgeschlagen wird. Zwei Schülerinnen und Schüler dieser Gruppe auszuwählen, die gemeinsam ein Referat halten sollen. Zwei Schülerinnen dieser Gruppe zwei unterschiedliche Preise zu verleihen oder die Schülerinnen in zwei Gruppen zu je 6 Schülerinnen einzuteilen. Und wir haben hier beim ersten Fall aus der Menge der 12 Schülerinnen sollen 2 ausgewählt werden. Diese bilden dann die Teilmenge, die das Referat halten. Das heißt, hier ist dann das obige richtig.